Und willkommen zurück bei Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm mit den Maori im Jahre 710. Ja, wir konnten die Monarchie einführen, quasi als Übergangsregierung, so ist da so ein bisschen der Plan, bis wir die Handelsrepublik einführen können. Bisher wissen wir noch nicht, wo die sich versteckt in der Ausrichtung, aber mal schauen. Also wir sehen hier diplomatischen Dienst, Humanismus, was danach kommt, wissen wir nicht. Wir müssen mal schauen, in welche Richtung wir da gehen müssen. So, also wir können ein paar Dinge bauen. In Kavia ist der Theaterplatz abgeschlossen. Ja, ich glaube, da können wir das Marae aber bauen. Das dauert 4 Runden, wobei der Plan ist eigentlich, wenn dann hier der Potana-Palast verfügbar ist in der nächsten Runde, dass wir dann damit direkt anfangen. Also ich glaube, dann kaufen wir das Marae lieber. Gibt es was, was wir schon mal anbauen können und beanfangen können? Wir kaufen das Marae erstmal für 400. So, und dann können wir hier, ja, was haben wir hier? Handwerker kann eigentlich nie schaden. Wir könnten vielleicht auch hier einen Armbrustschützen vielleicht mal vorbereiten. Aber den werden wir eh gleich wechseln. So, der Krieger soll zurück. Hier sind schon weiter Musketiere unterwegs. So, Francis Drake ist auch weiter unterwegs und erkundet die letzten weißen Flecken auf dem Meer. Im Japetischen Ozean. So, und hier erkunden wir weiter mit unserem Bogenschützen. So, auch hier haben wir soweit alles errichtet. Die Fischerboote sind parat, sonst haben wir jetzt hier auch keine weiteren Ressourcen, die wir anschließen können. Wie sieht es jetzt hier noch aus? Nee, das sieht eigentlich alles gut aus. Hier nerven noch ein bisschen die Tigerzahnbarbaren. Die müssen wir auf jeden Fall vernichten. Ja. Ich glaube, dann segeln wir mit denen auch mal hier rüber. Gucken, was wir hier noch anschließen können. Das gucken wir uns dann mal an. So. Da ist die Frage, also der Siedler, wo der sich hinverkrochen hat. So, hier können wir mal gucken, was passiert hier, wenn wir das hier angreifen. Na. Das ist doch prima. So, dann können wir die Runde wechseln. Das mit Buenos Aires haben wir gesehen. Ja, der Bogenschütze. Und ich kann ja auch wieder zurück, dass wir hier übergesetzt haben, war eigentlich gar nicht nötig. Ich glaube, den schicken wir wieder hinter dem Siedler her. So, jetzt müssen wir hier bei Portugal, brauchen wir auch einmal neue die offenen Grenzen. Die nehmen wir mit. So, wir können noch mal gucken, ob wir jetzt hier vielleicht noch eine Allianz. Aber da besteht gar kein Interesse. Na gut, dann nicht. So, dann gucken wir uns das hier noch mal an, was die Brasilianer hier so haben.
Und gehen jetzt in die nächste Runde. Also beim Feudalismus, sechs Bauernhöfe. Boah, vor die kriegen. Bisher haben wir null. Könnten hier noch welche errichten. Hier noch das Weizenfeld. Ja, wir werden, glaube ich, hier dann auch noch mal wechseln auf eine andere Ausrichtung. Können wir mal gucken, ob es irgendwo den Potala Palast schon gibt. Ob den schon jemand in Bau hat oder ob wir uns daran versuchen können. Null Ergebnis. Ja gut, das ist wunderbar. Dann versuchen wir das mal. So, Shenyang ist geflippt. Da oben haben wir es. Die sind jetzt erstmal eine freie Stadt. Die werden sich dann ja sicherlich den Portugiesen anschließen. Das ist zumindest so vermuten, die sind schon sehr stark unterwegs, die Portugiesen. Ansonsten mehr Wohnraum in Opango, da müssen wir uns drum kümmern. Und mehr Annehmlichkeiten im Kaviar. Ja, gucken wir mal, ob wir das hinbekommen. So, die Freundschaft mit den Portugiesen ist ausgelaufen. Ein Zeitalterpunkt. Sternenkunde ist es, die eine Seele nötigt, ihren Blick nach dem Überirdischen zu richten und sie aus dieser Welt in eine andere führt. So, also damit haben wir die Astronomie freigeschaltet, haben die Ausrichtung Kolonialismus. Das ist gut. Mal an, wo der versteckt ist. Hier. Ja, da müssen wir schnell in die Richtung, denn das hier ist tatsächlich sehr interessant, die Kolonialsteuer im Industriezeitalter. Wie schnell wir da hinkommen, das ist aber sehr gut. So, also jetzt, bevor wir es vergessen, also hier einmal der Potala Palast muss an einen Berg angrenzen. Ja, den können wir eigentlich gut hier den Teil kaufen. 31 Runden. Da ist jetzt die Frage, ob wir hier dann nicht gleich noch die ob wir das nicht laufen lassen hier, denn dann können wir nämlich die Politikkarte reinsetzen, dass wir hier schneller Renaissance Wunder bauen können. So, was haben wir hier noch? Die, oh ja, die Tigerzahnbarbaren, die nerven schon ziemlich. Naja, gut, also die Freundschaft ist ausgelaufen, das sollte aber hoffentlich kein Problem sein. Freundschaft verkünden. Es wird meine Freude sein, eure Segel am Horizont zu sehen. Na, prima. So. Sonst haben wir hier aber alles soweit parat. Das ist gut. Wie sieht es mit Amanitore aus? Können wir hier noch vielleicht irgendwas handeln mit dir? Könnten das hier mal Wale gegen Seide. Das wäre, glaube ich, gar nicht schlecht. Ja. Prima. So, wir haben die Astronomie. Dann gucken wir mal, wo wir hier weitermachen können. Also, ja, wir gehen hier in Richtung Druck, können nämlich dann hier direkt die verbotene Stadt. Auch das wäre natürlich sehr attraktiv. So, hier gehen wir weiter und nähern uns von Norden. Was haben wir hier? Machu Picchu. So, dann gehen wir hier nach Evora.
Tempel der Artemis, das interessiert uns nicht. So, Francis Drake. Und damit haben wir die Weltmeere erkundet. Tja. Das hatten wir, glaube ich, hier hinten irgendwo. Waren noch ein paar Barbaren. Aber ich glaube, ich schicke den mal hier runter. Vielleicht kann der hier noch mal ein bisschen helfen. Das macht, glaube ich, Sinn. So, Opango hat auch was fertiggestellt. Achso, jetzt haben wir die Ra-Segel. Achso, Moment mal. Für den Druck brauchen wir erst noch die Ra-Segel. Und dazu müssen wir eine Einheit mit einem Musketier besiegen. Mhm. Ja. Na, ja, wir können die Ra-Segel erstmal anforschen und dann mal gucken, ob wir noch ein Musketier gebaut bekommen. Im Moment in Opango. Die Musketiere haben wir noch gar nicht erforscht. Ja, also hier möchte ich auch noch mal einmal die Stadtmauern dazwischen schieben. Weil wir brauchen das Mare, aber das kaufen wir auch. Und wir kaufen hier auch noch die Kornspeicher oder den Kornspeicher. So, und dann bauen wir hier die Stadtmauern. So, da ist der Siedler. Dich. Ach, und jetzt komme ich da nicht dran. Weil die hier die Felder blockieren. Ah. Dann greifen wir dich hier an. Sehr gut. Eine Beförderung verfügbar. Das ist prima. So, hier geht es weiter. Der hat auch schon Kanonen, die Nubia. Ach, das ist alles nicht so schön. Ja, gut. Sonst, du kannst stehen bleiben. Erstmal nichts weiter zu tun. Ja. Also, Kolonialismus haben wir gesehen. Es gab Bonus. Freundschaft haben wir gemacht. So, Amerika plant eine neue Stadt zu gründen mit einem Siedler. Die Frage, ob die da alle noch Platz für haben. Wie sieht es hier diplomatisch aus? Die Kriege bestehen weiterhin. Tja. So, die Nubier haben auch einen großen Wissenschaftler. Wir kriegen demnächst den nächsten General. So, die Schotten möchten gerne eine Hauptstadt, eine Botschaft in der Hauptstadt errichten. Das nehmen wir gerne an. So, also hier die Maori, 19 Runden. Dann kriegen wir auch einen großen Wissenschaftler. Ansonsten, naja, das kann alles schneller gehen. Musketenpikinier. So. Welcher einer ist ja hier gefangen genommen worden? Och, ne. Hier? Ach, das kann doch nicht wahr sein. Haben jetzt hier tatsächlich die Barbaren hier diese Einheit gefangen genommen? Oh, die kann ich doch wiederholen mit denen, oder nicht? Oder geht das nur mit Schiffen? Das ist ja ärgerlich. So.
Dann greifen wir nochmal an. Das reicht nicht. So, hier haben wir noch eine Stadt der Nubier, Schad. So, und hier gab es den nächsten Handwerker. Tja, die schicken wir auch mal hier in diese Richtung. Wir erkunden hier mal weiter. Auch hier im hohen Norden. Wir nähern uns dann mal Washington. So, unsere Hauptstadt hat das Konsulat abgeschlossen. Das ist prima. So, jetzt ist die Frage: Stadtmauern. Bezirke gibt es gerade nicht. Oder ein Siedler? Das ist jetzt tatsächlich die gute Frage. Was machen wir jetzt? Also gibt es noch Siedlungsplätze, die interessant sind? Hier sind, ich glaube, hier müssen wir ein paar Militäreinheiten bauen. Hier geht vielleicht auch noch. Hier müssen wir jetzt unseren Siedler wieder gewinnen. Ist die Frage, ob wir hier noch ein Schiff kaufen können. Denn ich habe jetzt hier in der Nähe gerade nichts. Das ist eine Quadrireme. Können wir mal gucken, ob es sinnvoll ist, hier bei den Stadtstaaten. Ja. Ein Renner, der Haltungskomplex, großer Künstler. Großer Wissenschaftler, großer Wissenschaftler. Ja, ein Renner. Macht das Sinn? Können wir den überhaupt schon? Nein, der Renner haben wir noch nicht, der kommt erst noch. Tja, ich glaube, dann errichten wir hier. Wunder geht auch nicht. Ja, brauchen wir einen Armbrustschützen. Das kann jetzt nicht schaden. In Wanganui. Was haben wir hier? Können wir den Wald, aber das wollen wir ja gar nicht. Das Tja, der Landsknecht wäre natürlich schon nicht schlecht. Klänkler. Ja, wir wollen nochmal Armbrustschützen, denn sonst gibt es jetzt, glaube ich, gerade nichts zu tun. Die Stadtmauern sind noch nicht ganz so wichtig. So, hier können wir einmal ruhen und heilen. So, dann müssen wir mal gucken, was hier mit dem Siedler passiert. So, die Amerikaner sind nun auch eine Monarchie. Die Amerikaner haben dieses Wirtschaftswesen entwickelt. Ah, die Nubier sind uns jetzt freundlich gesonnen. Unsere Delegation bringt guten Willen und frische Kamelleber. Begeht nicht nur den Fehler, sie zu kochen. Eure Delegation ist uns willkommen. Sehr schön. Dann können wir da gleich auch die Freundschaft schließen. Vielleicht da das Militärbündnis eingehen. So, die Khmer brauchen Salpeter für den Krieg. Ja, da wir es nicht brauchen.
kann das gerne bekommen. Das ist kein Problem. Verbessert auch da die Beziehung. Wie sieht es eigentlich hier mit den Hilfsanforderungen aus? Da sind wir vorne. Und für China sind wir auch vorne. Ja. Erwartungsgemäß. So, das hier ist aber ärgerlich, denn eigentlich hatte Kumasi doch hier die Quadrireme im Blick. So, jetzt ist der Siedler alleine. So, was haben wir hier noch? Eine Stufe 4 Hurricane. Das ist doch gut. So, wir marschieren hier in amerikanisches Gebiet. So, gehen wir mal weiter gen Westen. So. Kann ich tatsächlich die Einheit hier? Gut, dann muss ich dich aber verfolgen hier, damit du nicht verloren gehst. Dich. Wo willst du denn eigentlich hin? Du hast doch gar keine Heimat mehr. Nähern wir uns mal hier dir an. Dann gucken wir mal, was passiert. So, du kannst beruhigt stehen bleiben. So, dann. Wo ist jetzt hier der verdammte Siedler wieder hin? So, das Schiff wäre versenkt. So, damit sind wir hier auf unserem Grund und könnten ihn jetzt zum Landsknecht verbessern. Das wollen wir aber gar nicht, da besteht noch gar kein Anlass. Wir können hier... Achso, nein, und ich kann Krieg erklären. Wir müssen jetzt hier mit Amanitore einmal offene Grenzen. Wunderbar. Dann die Freundschaft. Wie sieht es da aus? Eure warmen Worte verweilen bei uns wie die Abendsonne. Wir fühlen uns geehrt, euch einen Freund nennen zu dürfen. Sehr schön. Und dann die Allianz, Militärallianz. Da haben sie auch Interesse dran. So. Das drehen wir hoffentlich nicht in den Krieg mit ein. So, damit haben wir die Militärallianz. Sehr schön. Ja, hier. Ja, ich glaube, den können wir mal upgraden auf den Landsknecht. Dann haben wir hier bessere Chancen und wir können hier den das Watscher. So. Denn hier ist ja doch einiges unterwegs. So, ja. Komm mal den Plänkler. Da versuchen wir nochmal unser Glück. So. Also, den Feudalismus, da werden wir dann gleich. Leibeigenschaft ist auch nicht schlecht. Der Feudalvertrag interessiert uns nicht. Und dann haben wir hier noch die Bauernhofmodernisierung mit den angrenzenden Fällen. Das haben wir aber nicht. So, Brasilien hat den Nationalismus. Oh. Das können wir vielleicht hier, müssen wir mal gucken, erreichen. So, müssen wir hier aufpassen, was hier mit unserem Siedler passiert. Das war ja wirklich... So, China hat den Druck. Oh, da müssen wir aufpassen, dass die jetzt dann nicht vor uns die verbotene Stadt fertigstellen. Aber hier ist eine Welt wohl fertig geworden. Artemis-Tempel, ja. Das... Oh.
Da waren die Khmer schneller als die Portugiesen, denn die hatten doch auch hier irgendwo den Artemis-Tempel im Bau. Ja. So, hier werden unsere Landsknechte angegriffen. Das ist nicht so schön. Da müssen wir ja gleich mal zum Gegenangriff übergehen. So, ich war mal gucken, wo dieser Hurricane. Mit dem Feudalismus wuchs dem Menschen eine eiserne Rüstung, bis er im Kampf irgendwann einem Gürteltier glich. So, also das ist gut. Dann Steigbügelbonus, auch das ist gut. So, dieser Hurricane ist hier oben weit im Norden. Das muss uns nicht interessieren. Ja, also dann sind wir wieder einen Schritt weiter gekommen, haben jetzt hier den Potala-Palast im Blick. Müssen wir jetzt mal gucken, dass wir hier unseren Siedler wieder zurückholen, der sich nach hier oben verzieht. Ja, und können dann in Richtung Humanismus gehen. Ich denke, das macht Sinn, dass wir hier weitergehen und dann das Taj Mahal ist natürlich nicht so. Oh, mal gucken, ob wir das schaffen. Aber dass die beiden Museen hier, die sind natürlich für uns hinsichtlich der Kultur wichtig. Prima. Ja, ich denke, dann haben wir es in dieser Folge auch wieder geschafft. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.